So, das sind wir wieder. Die zwei rechts ignorieren wir erstmal. Hier links ist auch noch einer. Jetzt müssen wir ein bisschen Tempo machen. Aua. Aua. Nein, nein, ihr vergiftet mich nicht. So, und jetzt rüste ich die Armbrust aus. Ich kann genauso gut die Schwere nehmen. Man kann sie, wie gesagt, einhändig benutzen. Es hat sich ja kein Tooltip beschwert, als wir das nicht könnten. Und wir sollten vielleicht auch Bolzen ausrüsten. Und hiermit kann man um die Ecke schießen. So, der fällt jetzt erstmal runter. Das ist kein Problem. Den bekommen wir so platt. Jetzt nehmen wir uns gleich wieder den Bogen oder die Pyromantieflamme und hauen dem Typen, der da unten ist, aus sicherer Entfernung auch noch um. So, was wir bekommen haben, sehen wir gleich. Ah, ein lila Moosklumpen. So, wo ist er? Der müsste jetzt irgendwo da unten sein, wo er runtergefallen ist. Da unten. I see you. Also es ist wirklich ein Unterschied, ob man einen Bogen benutzt oder eine Armbrust. Armbrüste skalieren nämlich nix. Ja, diese Hunde hasse ich auch. Hier unten, ups. Oh oh, oh oh, oh oh. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Glück gehabt. Junge, ich hab mal wieder heute mehr Glück als Verstand in diesem Spiel. Und das ist ja für gewöhnlich tödlich hier. Keinen Verstand zu haben. Und jetzt mit etwas Glück. Ein Hoch auf das Glück. So, jetzt schnappen wir uns wieder den Kurzbogen, weil es gibt noch mehr von diesen Hündchen. Mit den Bogen zielen, zu zielen ist ein bisschen, naja, komplizierter als man denkt. Je weiter der Gegner weg ist, desto weiter rechts muss man gucken, wo der Pfeil einschlägt. So, den da schieße ich jetzt hier aus der Höhe ab. Ups. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ist wahrscheinlich weg. So, ein Typen mit den Brassrohren ist noch da. Weil hier unten gibt es nämlich noch eine Feuerhüterin-Seele, um unser Estus-Flakon zu verbessern. Das werden wir möglicherweise sogar brauchen. Ganz dringend sogar. So. Ah, scheiße. Ich hasse diese Biester. Ja, dann mache ich es jetzt wie gerade eben. Ich lasse mich einfach runterfallen. Du da, du da. Ja, bei denen scheint das Schwert nicht, sondern nicht eine tolle Wirkung zu haben. Als wir die Rüstungsteile durchgegangen sind, da hat man ja gesehen, dass es bei der physischen Abwehr drei verschiedene Arten gibt. Und vermutlich haben sie entweder gegen physischen Schaden generell oder eben gegen diese besondere Hiebart einen Schutz. Wer weiß. So, und hier ist diese Feuerhüterinnenseele. Oder Feuerhüterseele, wie es hier steht. Wir haben es ja schon mal durchgekaut. Wenn man sie nämlich abgibt, steht da Feuerhüterinnenseele. Wir haben jetzt, ja, 4,5 Minuten knapp drin. Jetzt zeige ich euch das Zauberergear. Und vielleicht schaffen wir es in den restlichen 10 Minuten noch bis zum Feuerbandschrein. Wir machen jetzt den Bogen. Ich glaube, da steht nämlich da irgendwo ein Gegner. Vielleicht können wir ihn sehen, wenn wir ein bisschen weiter höher sind. Die schieße ich nämlich gerne von vornherein schon mal ab. Ah, ich kann selbst gerade nicht gut sehen.
Da hinten sehe ich Moskitos. Gehen wir jetzt hier gerade die Leiter hoch. Ah, habe ich doch gut geraten hinter den Krügen. Sei einer. Den lassen wir gleich hier runterfallen, aber wir kümmern uns zuerst um die da. Ja. Es gibt mehrere Spawnpunkte von diesen Fliegen, von diesen Mücken. Das Ding ist, die, die aus dem Sumpf erscheinen, also direkt so aus dem Boden schießen praktisch, von denen respawnen mehrere. Ich denke mal so zwischen 6 und 10 irgendwie. Und ja, da muss man wirklich drauf aufpassen, dass man nicht irgendwelche vergisst und dann folgen sie einem bis sonst wohin. So, hier bin ich schon mal oft runtergefallen. Weil man aus irgendeinem Grund hier an den Brettern festhängt. Tja. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. So, das ist ein Set, was von den Heilern von Neulondo benutzt wurde. Und hier ist auch direkt ein neuer Beschleuniger. Und was der kann, zeige ich euch gleich. Und hier ist eine Zauberei dazu. Nämlich Linderung, das ist nämlich ein Heilzauber. Und deswegen macht das auch Sinn, dass, das Set von Heilern getragen wurde. Und ich zeige euch jetzt diesen Beschleuniger. Ja, wir ziehen mal einen Vergleich. Der eigentliche Magiebonus vom Ursprungsbeschleuniger ist wesentlich höher. Aber der... Diesen hier kann man sehr noch als Nahkampfwaffe benutzen, indem man seine Sekundärattacke benutzt. Der sieht nämlich aus wie so ein Doppelklingenschwert. Ja, eigentlich eher wie ein Degen. Oder wie ein Rapier oder sowas. Außerdem skaliert der mir noch mit Geschicklichkeit. Und Stärke. Warum die eigentlich immer noch mit Stärke und Geschicklichkeit Wirklichkeit skalieren, das erschließt sich mir bis heute nicht. Nun gut, machen wir weiter. Nee. Pyromantieflamme kommt weg. Ja, das erste, was wir auf jeden Fall machen werden, ist das Yaitor zu verbessern. Ich denke, das ist wesentlich wichtiger als die Pyromantieflamme. Man kann jetzt hier über diesen kleinen Stick nochmal zurück balancieren. Weil ich aber nicht so, weil ich nicht immer so ein Glück habe mit den Dingern. Mit dem Steg und da immer festhängen und dann versehentlich runterfalle, indem ich versuche da zu rennen oder zu rollen. Mache ich es immer so. Da unten ist nämlich dieser, so ein, immer noch der Tunnel und da ist so ein, ja, so ein Flussbecken. Und da springen wir jetzt hin. Ja. Ups. Da ist er ja. Der Hund. Ups. Ich weiß gar nicht, warum der weg war gerade eben. Naja. Und wie ihr gesehen habt, hat der Sprung mir knapp die Hälfte abgezogen von meiner HP. Es macht übrigens nichts aus, wenn man HP skillt. Im Sinne von, wie tief man fallen kann. Tatsächlich ist der Fallschaden immer prozentual. Und ja, dann gibt es zum Beispiel so Leute wie, Speedrunners, die wissen ganz genau, ja, diesen Sprung kann ich dann und dann machen, wenn ich volle HP oder halb HP habe, wie auch immer. Falsche Richtung. Und ja. Und mit den richtigen Sprüngen können die gewaltige Abkürzungen machen. Und das ist doch ziemlich beeindruckend manchmal, was die da machen. Wer Interesse hat, soll einfach mal Dark Souls Speedrun oder sowas eingeben. Ich glaube, der Weltrekord liegt etwa bei 1,5 Stunden. Etwa 1 Stunde und 20 Minuten, ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls etwas, was ich niemals machen werde und machen könnte wahrscheinlich.
Man darf aber nicht vergessen, dass bei so einem Speedrun wirklich auch alles Mögliche auch richtig verlaufen muss. Das heißt, die Kämpfe müssen 1A laufen, die richtigen Drops müssen kommen. Einige Drops zum Beispiel lassen sich ja sehr gut woanders finden. Das muss man wissen, ob sich das lohnt, dahin zu rennen. Ja. So, den pull ich. Da in diesem. In den Tunneln sind nämlich doch noch zwei weitere von denen. Komm her. Patsch. So, der hat jetzt ganz schön geblutet. Ja, fast 300 Schaden, schätze ich. Also bei solchen Gegnern lohnt es auf jeden Fall, eine Blutungswaffe zu haben. Vor allem in New Game Plus, wenn die Gegner größere Resistenzen haben. Na, komm schon her. Komm näher, Mistkerl. Ich könnte die Pyromantieflamme natürlich auch als Nebenhandteil benutzen, so wie mein Schild. Aber dafür verdrücke ich mich ehrlich gesagt zu oft. Ja, diesmal rund 250 Schaden etwa geblutet. Passt schon. Und ich mach's später vielleicht irgendwann mal. Wo es sich wirklich lohnt. Weil in ihre Kraft zu buffen, dann die Waffe umständlich zu wechseln, ist doch ein bisschen blöd. Ja, wieder Jauche-Küchlein. So, wir sind jetzt im Drachental. Wo kommen wir jetzt hin? Und mit den Generalschlüssel kann man eine Abkürzung hierher machen. Es gibt auch einen Zugang vom Finsterwurzgarten, beziehungsweise vom Finsterwurzbecken. Zeige euch ein andermal. Und ihr werdet überrascht sein, wo wir jetzt rauskommen. Und zwar genau unterm Feuerbannschrein. In den Ruinen von Neulondo. Wir gehen da gleich einen anderen Turm hoch. Da gibt es einen Aufzug. Und dann kommen wir direkt bei der Feuerhüterin an. Und hier gibt es einen Schmied. What is it? Have you? Oh no. Don't worry. I've no intention of escape. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, I've not much to offer myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in Vinoth. Tja, ja. Ja, erstmal reparieren. Katanas haben, glaube ich, sehr wenig Robustheit, deswegen sollte man immer schön darauf achten, Reparaturpulver und sowas dabei zu haben. So, dann gehen wir mal auf Waffe. Ah, ich habe gar keine Scherben. Weil den habt ihr verkauft, der Scherben? Nee. Wir gehen zum anderen Schmied. Wie ihr gesehen habt, verkauft der Anfangszauber vom Zauberer. Wenn man also einen anderen Charakter startet und gerade die 2000 Seelen vom Asylum-Dämon übrig hat, dann kann man hier ruhig da sich seinen ersten Zauber kaufen, um ein bisschen sparen, sogar den Beschleuniger. Und ja. Da drüben im Wasser ist ein Item, kann man das von hier aus sehen? Ne, von hier aus nicht. Und da ist noch eine Feuerhüterin-Seele.
Das Ding ist halt, dass eben dort in diesen Ruinen Geister hausen und die kann man nur mit dem Wanderfluch angreifen. Und selbst wenn man den hat, sind die am Anfang immer noch zu stark zum Attackieren. Und man könnte versuchen, halt da an diesen kleinen Bereich dort hinzurennen und sich dann mit den Heimwärtsknochen wegzuteleportieren. Aber ich möchte jetzt in erster Linie nur das zeigen, wie es ein Anfänger machen würde oder machen müsste. Und deswegen zeige ich euch das später. Man kann Geister auf drei Arten attackieren. Entweder man benutzt den Wanderfluch und verflucht sich praktisch selbst ohne Nebenwirkungen für eine Weile. Dann kann man sie angreifen und parieren. Dann gibt es verfluchte Waffen, die zwar, ich glaube, weniger Schaden anrichten, aber dafür halt die auch besiegen können. Oh, die Feuerhüterin-Seele. Die Feuerhüterin ist tot, weil der Lord Trek, der Mistkerl hier, der hier gesessen hat, die umgebracht hat. Naja. Dafür gibt es eine Quest, dass man die wiederbelebt. Und dann gibt es noch den generellen Statusfluch. Und ja, damit halbiert man zwar seine eigene HP, aber man kann sie immer noch angreifen und parieren. Ja. Und jetzt ist hier das Leuchtfeuer erloschen, weil die Feuerhüterin tot ist. So schnell kann es gehen, ne? Es gibt noch mehr Feuerhüterinnen, aber die treffen wir später. Oh, hello. My guests have finally arrived. I will be departing with them shortly. So, I'm afraid I will be saying goodbye soon. It was a pleasure. Ja, wir machen Cut. Dann reden wir mit den Leuten hier und dann gehe ich mal meine Waffe upgraden.